Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen ein Lied. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim und endlich. Wir sind hier bei der Hauptquest und müssen jetzt da, ja, zu den Talmor rein. Wir werden hier aber kurz zuerst einmal speichern, weil ich denke, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie wir diese Quest vervollständigen können. Ich denke mal, die werden mich beim Schleichen erwischen und wir werden dann mit der Holzhammer-Taktik vorgehen müssen und einmal die ganzen Talmor. Den Gästen wird geraten, in der Botschaft zu bleiben. Okay, die ganzen Talmor aufzumischen, aber wir werden es dann auch versuchen, weil uns ja das Schleichen so schwer fällt, es dennoch mit dem Schleichen zu versuchen. Wir haben ja da ein paar Zauber, bin ja gespannt, ob das dann auch geht. Aber mal sehen, was da auf uns zukommt. Wir sind ja mittlerweile unbewaffnet, haben aber noch Amulette und Ringe. Ja, hallo erstmal. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elenwen, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Und ihr seid? Ja, hallo Elenwen. Hallo Elenwen. Botschafterin der Talmor. Okay, ich heiße Tosika. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ah, richtig. Ich habe euren Namen auf der Gästeliste gesehen. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand. Was gibt es, Malbon? Wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein... Natürlich. Entkomme? Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Verzeihung. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Nun gut, Frau Botschafterin Ellenman. Was kann ich euch bringen? Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Wollen wir hoffen, dass wir beide diesen Tag überleben? Ja, das hoffen wir doch alle. Schauen wir mal, wer da jetzt da zugange ist. Du bist einfach, ja, Soldat. Cool. Den kennen wir schon, da? Den Jungen? Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Razelan, ja. Elenwen weiß, wie man richtig feiert. Ich verpasse nie eine ihrer Partys, wenn es geht. Elenwen. Was muss ein Mann tun? Der große Krieg ist längst vorbei. Es ist Zeit, dass das Kaiserreich und der Altmeribund ihre Differenzen beilegen. Wohlstand ist für alle gut. Was führt euch auf dieses Fest? Ihr müsst neu in Himmelsrand sein, sonst wüsstet ihr, wer ich bin. Ich habe bei fast allem, was in Himmelsrand von Bedeutung ist, meine Hand im Spiel. Ich glaube, es ist Zeit, die Kränkungen der Vergangenheit ruhen zu lassen, damit zwischen dem Kaiserreich und dem Alt-Meribund Frieden und Wohlstand gedeihen können. Dazu versuche ich, meinen bescheidenen Anteil beizutragen. Und ganz unter uns, es bringt mir jede Menge Geld ein. Cooler Mann. Ihr klingt ganz schön wie ein Geschäftsmann. Nicht jeder Nord ist besessen von Stärke, Ehre und Waffenkunst. Ein paar wenige sind mit der Gabe geboren, Geld zu machen. Meine Stärke sind meine Investitionen und meine Waffe ist mein Reichtum. Was die Ehre betrifft, nun, manchen Luxus kann selbst ich mir nicht leisten. Also gut, Ehre, cool. Da, eine schnuckelige kleine Mann. Also, wir kennen jetzt Razelan. Erikur, Elenwen. Jeder, Serviermädchen. Wie heißt ihr denn, Schätzchen? Brelas, möchtet ihr ein Getränk oder etwas zu essen? Nein, nein, nicht danach steht mir im Moment der Sinn. Ich wollte nur einen besseren Blick auf euch werfen. Mir gefällt, was ich sehe, meine Liebe. Und glaubt mir, das sage ich nicht jeder. Ich bin sehr wählerisch, wenn es um weibliche Formen geht. Oh, danke, Sir. Kann ich noch etwas für euch tun? Oh, jetzt nicht. Vielleicht später. Geht nicht so weit fort. Jawohl, Sir. Ja, haust denn nicht gleich eine runter? Getränke nach eurem Geschmack. Alles ist wunderbar. Danke. Habt ihr das Serviermädchen gesehen?
Ja, was ist mit dem? Frauen sollen ja unersättlich sein. Ich hoffe, sie tischen der große wieder Krieg ist längst vorbei. Es ist Zeit, dass das Kaiserreich und der Altmeri-Bund ihre Differenzen beilegen. Das Wohlstand ist für alle gut. Ich habe gesehen, wie ihr das Serviermädchen angesehen hat. Ja, Brelas. Ist das die? Ich hoffe, ihr wollt mich nicht ausstechen, oder? Ich warne euch, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, lasse ich mich nicht so leicht davon abbringen. So gut wie Eolund Graumähne zu sein. In Ordnung. Kein sehr fairer Vergleich, wenn ihr mich fragt. Keiner dieser Schließlich arbeitet Eolund in der Himmelsschmiede. Wie soll ein anderer Schmied da mithalten können? Ein weiteres Zeichen für die Degeneration eures Kaiserreiches. Jarl Ingrod, Rabenkrieger. Hier ist ein Gesicht, das ich nicht erwartet hätte. Seid vorsichtig, denn ihr wandelt unter Nattern. Ja, ihr wisst ja, wir kennen die ja schon, gell? Die wird uns helfen wahrscheinlich, weil, ja, ich brauche eure Hilfe bei einer Sache und so. Amüsiert ihr euch? Freundliche Gesichter und gutes Essen sind gut und schön. Doch Ehrlichkeit ist selten so angenehm. Besucht ihr die Botschaft oft? Worte werden gesprochen, Worte bleiben unausgesprochen. Hütet euch vor den Talmor, denn sie sind in beiden Sprachen bewandert. Hast gehört? Aus diesem Grund meide ich sie, wann immer ich kann. Das hat dir nicht gefallen. Möge die Weisheit euren Pfad erhellen. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, euch bei einem von diesen Anlässen schon einmal gesehen zu haben. Und ich kenne jeden, der in Himmelsrand Rang und Namen hat. Ja, da reden wir mal Seht ihr den widerlichen Betrunkenen dort drüben? Eine hochgestellte Persönlichkeit der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Ob ihr es glaubt oder nicht. Aha. Und was führt euch auf dieses Fest? Ich bin hier, um meine Beziehungen zu pflegen. Übrigens, ich weiß nicht, wer ihr seid. Aber wenn ihr nicht wollt, dass ich euch auffliegen lasse, solltet ihr mir für den Rest der Feier aus dem Weg gehen. Welche Beziehung habt ihr zu den Talmor? Wir pflegen eine Beziehung des gegenseitigen Vertrauens. Ich kümmere mich wenig um die Politik und die Rivalitäten zwischen den Talmor und dem Kaiserreich. Aber ich respektiere Macht. Und die Talmor haben sie. Sie lassen mich in Ruhe, ich lasse sie in Ruhe. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir werden uns sicher noch sehen, ne? Rifton. Du kommst aus Rifton. Es ist ein notwendiger Teil meiner Aufgabe, mich unter die oberen Klassen von Himmelsrand zu mischen. Soweit man sie so kennen kann. So, wen haben wir noch? Wer ist noch da? Das ist die Schwarzdorn. Da hinten gibt's nichts mehr, oder? Ich hoffe, es gefällt euch, meine Dame. Was kann ich euch bringen? Ja, irgendwas zum Trinken. Hier, bitte. Kolovianischer Weinbrand. Okay. Bis dann. Worte werden gesprochen, Worte bleiben unausgesprochen. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Hier, ich habe euch etwas zu trinken gebracht. Ciao. Die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfutzern und alten Knausern. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Danke, sollte ich etwas brauchen, werde ich auf euch zurückkommen. Oh, es gibt tatsächlich was. Ja, sollen wir denn um Hilfe bitten? Wunderbar. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Ihr müsst Aufsehen erregen, um die Aufmerksamkeit einige Minuten lang auf euch zu lenken. Ist das alles? Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus Rolle zu fallen. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Okay. Alle mal aufgepasst. Könnte ich bitte eure Aufmerksamkeit haben? Ich habe euch etwas mitzuteilen. Lasst uns auf Elenven anstoßen, unsere Geliebte. Rasselang. Natürlich im übertragenen Sinne. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand sie ins Bett bekommen möchte.
Obwohl, die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Decke mit ihr. Aber auch das natürlich nur im übertragenen Sinn. In Ordnung, in Ordnung! Nehmt eure Hände weg von mir. Ich werde mich ab jetzt benehmen. Wir wollen ja schließlich unsere Talmor-Oberherren nicht beleidigen, nicht wahr? Jemand, bring mir mal was zu trinken. Schnell! Haben wir das jetzt verpasst? Ja, was benötigt ihr? Wie kann ich euch dienen, meine Dame? Fuck you. Na, wir müssen denn nochmal ablenken, glaube ich, ja? Hier, bitte die Dame. Feinster kolovianischer Weinbrand. Kann ich euch sonst noch etwas servieren? Eigentlich nicht, ja? Lebt wohl. Also abgelenkt sind die noch immer nicht. Wir versuchen das jetzt mit Schwarzton hatten wir schon. Dem Geiger. Der große Krieg ist längst vorbei. Für einen Mann, der weiß, wie man Geld macht, kann der Krieg eine äußerst gewinnträchtige Sache sein. Serviermädchen, irgendwas, ja. Ja, Brelas. Ist es die? Ich hoffe, ihr wollt mich nicht ausstechen, oder? Ich warne euch, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, lasse ich mich nicht so leicht davon abbringen. Ich könnte doch mit ihr reden und herausfinden, ob sie interessiert ist, genau. Wirklich? Ja, vielleicht wäre das genau das Richtige. Als ich vorhin mit ihr gesprochen habe, wirkte sie recht unnahbar. Nur zu, hört euch an, was sie zu sagen hat. Nun macht ihr mir wieder Hoffnung. Seht ihr den widerlichen Betrunkenen da drüben? Eine hochgestellte Persönlichkeit der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Ob ihr es glaubt oder... Was kann ich euch bringen? Der Bursche da drüben hat mich gebeten, mit euch zu reden. Ah, Erikur, richtig? Er hat sich auch schon mit mir unterhalten und ich wusste, auf was er aus war. Ich hasse diese Feiern. Einige der Gäste sind nett, aber es gibt immer welche wie Erikur. Sagt ihm bitte, dass er mich in Ruhe lassen soll. Seid freundlich. Ihr habt sicherlich mehr Glück, zu ihm durchzudringen als ich. Ah, okay. Bis zum nächsten Mal. Wo ist er jetzt? Es sind nicht die Augen, die das wahre Wesen eines anderen enthüllen. Es ist das Herz. Wo ist denn unser Haus? Ah, da, am Buffet steht er. Komm her. So, Erikur. Habt ihr schon mit Brelas gesprochen? Geduld ist nicht gerade meine Stärke, wisst ihr? Noch nicht, Blödsinn. Ja, sie hat gesagt, sie kann euch jetzt hoch in ihre Gemächer schleusen. Eigentlich sagen wir die Wahrheit. Was? Dieses kleine Flittchen. Erst macht sie mir schöne Augen und dann lässt sie mich in der letzten Sekunde abblitzen. Das hat sie sich wohl so gedacht. Ah, ihr denkt also, ihr könnt mit mir spielen? Nein, meine Kleine. Ich habe mir euch in den Kopf gesetzt und ich bekomme immer, was ich will. Tut mir leid. Ich wollte vorhin keinen falschen Eindruck vermitteln. Ich wollte nicht respektlos sein. Ach, keine Sorge. Ihr dürft es bei mir wieder gut machen. Wo können wir denn hier ein wenig unter uns sein? Nein, tut mir leid, aber ich kann mit euch nirgendwo hingehen. Und ich werde es auch nicht. Bitte, ich muss zurück an meine Arbeit. Wagt es nicht, mich einfach stehen zu lassen, Flittchen. Wisst ihr, wer ich bin? Bitte, Sir, lasst mich in Ruhe. Jetzt wird es euch leid tun, dass ihr euch mir widersetzt habt. Elendwen, dieses Serviermädchen hat sich mir in höchst widerwärtiger Weise an den Hals geworfen. Wirklich, Erikur? Und das euch mit eurer zarten Empfindsamkeit, das muss ja eure Gefühle verletzt haben. Ich verlange, dass ihr das Frauenzimmer sofort entfernen lasst. Nun, wie auch immer die Wahrheit lautet, einige Worte mit Meister Rolindil werden sicherlich heilsam sein. Bringt sie hinunter. Nein! Ja, Frau Botschafterin. Das stimmt nicht, Herrin Elendwen. Ich habe nichts getan. Sir, ihr müsst es ihr sagen. Ihr wisst ja nicht, was sie mir antun werden. Bitte! Was habt ihr ihm gesagt? Warum habt ihr mir das angetan? Oh, fuck, ja, das war echt blöd jetzt. Sind jetzt alle ja, abgelenkt? Ich bin froh, dass diese kleine Unannehmlichkeit vorüber ist.
Wir haben ja noch eine Option, nämlich ja, mit dem Jarl, mit der Jarl. Und die nützen wir jetzt dann auch gleich. Wie kann ich euch dienen, meine Dame? Wir sind noch immer nicht bereit, gell? Die schauen uns alle noch zu. Wo ist hin? Sind eure Augen... Es sind nicht die Augen, die das wahre Wesen eines anderen enthüllen. Es ist das Herz. Na, ich brauche eure meine Hilfe. Meine Ohren sind für die Bitte eines Freundes immer offen. Na Gott sei Dank. Ihr müsst Aufsehen erregen und pipapo Aufmerksamkeit einige Minuten lang auf euch zu lenken. Nichts würde mir eine größere Freude machen. Ich werde sie ablenken, während ihr tut, weshalb ihr gekommen seid. Eine alte Frau kommt mit fast allem durch. Es soll euch nichts geschehen, unbeschwerter Dummkopf. Genau hier. Ich sehe es in eurem Gesicht. Die Schlangen winden sich hinter euren Augen. Geht fort! Geht fort von mir! Hm? Hat der Schlangen gesagt? Wo? Fort mit euch, Schlange! Mit ihrer Schlüpfrigen verlasst dieses Haus und behelligt es sind nicht auf wieder. Mir drauf? Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Hütet euch, Menschen von Himmelsrand! Raselang. Und dabei habtet ihr mir doch versprochen, euch diesmal zu benehmen. Bringt ihn hinaus. Er belästigt die anderen Gäste. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Folgt mir. Alles klar, Leute. Ja, wir haben jetzt so ein massives Fest wirklich erlebt. Wir gehen ja die Mizi ab. Wir speichern hier und machen dann das nächste Mal weiter. Ja? Ich hoffe, ja, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ja, macht einen Augen. Wenn nicht, dann sagt ihr nicht weiter. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir hier durch die Botschaft schleichen. Okidoki, bis zum nächsten Mal, euer Dosen. Ciao.